Aloha, ich grüße euch. Ich habe ein kleines Kärtchen für euch. Da kann man hier was reintun. Moment, Stück Papier. Ein Aufleger, eine Gutscheinkarte, irgendwas. Ne, kann man hier reinstecken. Hier kann man noch einen Stempel draufsetzen, wie man das möchte. Ich habe es jetzt neutral gehalten. Ist halt weihnachtlich. Ne, die Autos drauf. Driving Home for Christmas. Egal, ihr könnt das ja auch nicht weihnachtlich dekorieren, wie ihr das möchtet. Ich zeige euch, wie es geht. Nach dem Intro geht's los. Ja, schön, dass ihr dran geblieben seid. Ich nehme ein Blatt aus diesem Aquarellblock von Action. Und das müssen wir uns zurechtschneiden. Dann nehme ich mir hier meinen Schneider. Ich habe ja mehrere Schneidgeräte. Ich bin jetzt oft gefragt worden, wo der her ist. Der ist von Aldi gewesen. Der hat hier einmal die Hebelschneiderfunktion. Und hier kann man perforieren, normal Klingenschneider und Wellen schneiden. Ich habe aber hinten drauf mal geschaut. Und zwar ist der von der Firma Monolith. Mono und dann LITH. Und gefunden habe ich den bei Bürohengst 24. Da kostet er allerdings 48 Euro. Ich habe damals 20 Euro bei Aldi bezahlt. Aber nur, wenn jemand das wissen möchte. Ich kann den eigentlich empfehlen. Ich nutze diese Vorrichtung hier eigentlich viel zu selten, weil mir kommt es auf den Hebelschneider an. Und hier finde ich gut, dass man wirklich jeden Millimeter eingezeichnet hat. So, jetzt schneiden wir das Blatt mal zurecht. Und zwar brauche ich eine Grundkarte oder ein Stück Cardstock in den Maßen 25 mal 15. Jetzt mache ich mir hier erstmal die 15. Restpapier und hier einmal die 25. So, auch Restpapier. Dann kann der erstmal weg. So, dann müssen wir das falzen. So, einmal das Schneid- und Falzbrett vom Action und jetzt falzen wir bei 7,5. Und bei 18,5. Und dann kann das auch schon weg. So, ich nehme mal hier die Platte. Jetzt knicke ich die Falzen einmal runter. Und jetzt könnt ihr entscheiden, möchtet ihr das kleine oben? Ich glaube, das sieht besser aus wie das große. Also das große kommt rein und das kleine kommt oben hin. Ich ziehe das jetzt mal kurz bisschen nach. Damit die Karte flach liegen bleibt, ist es, bevor ihr das dekoriert, sollte man die vielleicht irgendwie zwischen Bücher legen oder so, damit die von alleine schließt. Jetzt habe ich natürlich auch den dicken Cardstock genommen. So. Jetzt klebe ich mir als erstes das hier zu. Hier an der Seite und hier an der Seite. Bisschen Kleber. Man kann das nämlich trocknen, während ich die Sachen zurechtschneide. Einfach hier so ein Schüsschen Kleber. Das war, glaube ich, schon ein bisschen viel. So, bleibst du stehen? Ja, musst stehen bleiben. So.
So. Und dann lege ich mir das irgendwo zwischen. So, ich überlege jetzt, ob ich, das ist der Wichtelblock, ob ich das einfach nehme und ein bisschen kleiner schneide. Ich brauche nämlich jetzt zwei Aufleger. Und zwar einmal 14,5 mal 6 und 14,5 mal 7. Und 6 wäre ja oben. Das wird zu knapp. Das wird hier zu knapp. Und das wäre, dann hätte ich das ganze andere nicht. Nee, passt nicht. Passt nicht. Ich guck mal, was wir sonst noch hier drin haben. Ja, nicht mehr so sonderlich viel, ne? Nee. Ich habe nicht mehr so viel da drin. Ich guck mal, ob ich jetzt umschwenke. So, ich habe gemessen. Das hier würde passen oben drauf. Und dann habe ich hier noch ein Reststück. Die beiden nehmen. Oder nehme ich lieber das? Das entscheide ich kurzfristig. Wir schneiden jetzt nochmal. So. Schneide ich mir hier jetzt erstmal die Karte daraus. Die hier auch, die kommt nämlich dann weg. So, und jetzt möchte ich ja eine Höhe von 6 haben. Das passt hier auch ganz genau. Dann machen wir 6 mal 14,5. So. Das. Und dann brauchen wir noch 7. Jetzt gucke ich. Das passt. Ich hole mal die Karte, die habe ich hier zwischen zwei Stickerbüchern eingeklemmt. So, das sieht gut aus. Sieht auch gut aus. Ich glaube, ich nehme das Rote aber. Ich nehme das Rote. Da schneide ich mir jetzt 7 cm. Mal 14,5. Und das kommt hier unten drauf. Das wird hier unten drauf geklebt. Und das wird hier oben drauf geklebt. Da könnte man hier schon seine Botschaft drauf schreiben. Aber wir machen es ja auch noch zu. Ich klebe es erstmal drauf. Dann kann das nämlich wieder trocknen. Und rein könnt ihr ja eine Botschaft schreiben, also euren Weihnachtsgruß. Da passt ein Gutschein mit rein. Da passen bestimmt auch 2, 3 Teebeutel mit rein. Ich sollte es auch richtig rum. So. So könnt ihr auch aus Papierresten, was ihr noch übrig habt vom Block, die schön verwerten. Da gibt es ja eine Menge Ideen, wie man das machen kann.
gucken, dass er den Abstand an den Rändern ungefähr gleich hat. Dann haben wir das so. Hier kommt dann was Schönes rein. Jetzt gucke ich mal. Wo hatte ich das dann jetzt hingetan? Hier habe ich noch einen Streifen. Das käme dann hier drauf vielleicht. Und ob ich das noch hier... Aber es ist zu viel. Das ist too much, ne? Aber ich habe eine andere Idee. Ich habe ja hier noch die Tags. Man könnte das ja auch mit einem Tag zumachen. Das ist zu groß. Oder das hier ausschneiden. All I want for Christmas is me. Das mache ich jetzt, glaube ich. Das schneide ich mal aus. So, ich habe jetzt aus dem Tag das hier ausgeschnitten. Das hat eine Größe von ja, 5,3 mal 5,5. Und das würde ich gerne hier drauf machen. Ich klebe das mal drauf und schneide mir es dann zurecht. So, zum Schluss habe ich noch eine Überraschung für euch. So, das könnt ihr ja so groß machen, wie ihr das möchtet. Ne? Also das ist ja also angemessen, dass man es angemessen groß macht. Das klebe ich jetzt hier so drauf. Einfach nur oben ein Schüsschen Kleber, fertig. So. Und schon habe ich mein Kärtchen fertig, wo ich hier die Grußbotschaft reintun kann, einen Gutschein oder noch ein paar ja, Teebeutel. Hier oben kann ich was draufschreiben. Das ist natürlich optional, je nachdem, was ihr für Papier nehmt. Man könnte noch eine Schnur drum wickeln. Das hier bleibt ziemlich plan. Ja, ich finde es eine schnelle, schöne Idee, um auch ein bisschen, ja, man könnte auch einen kompletten Brief reinlegen, wenn man ein paar Zeilen schreibt, den Gutschein mit rein. Ich finde es eine nette Idee. So, und jetzt räume ich kurz weg und dann zeige ich euch noch was. Die neuen Slimline-Stanzen. Ich habe sie endlich bekommen. Ich habe auch schon angefangen, ein Video zu drehen. Ich werde aber nicht alle schaffen, durchzukurbeln. Ich habe schon einige durchgekurbelt, aber ich werde das wahrscheinlich nie so machen, wie es hinten als Beispiel drauf ist. Aber damit ihr sehen könnt, wie es durchgekurbelt aussieht, schaltet wieder ein. Ich zeige es euch. Auf jeden Fall die meisten. Ich weiß nicht, was ich vor Weihnachten schaffe, aber ich werde mich bemühen. Also, wieder einschalten, Kanal abonnieren, das ist kostenlos und bleibt kostenlos. Ich würde mich freuen, euch wiederzusehen. Kommt in meine Facebook-Gruppe, ist unten alles verlinkt. Schaut mal rein, würde ich mich freuen und bleibt gesund. Wir sehen uns. Tschüss!